Der FCH erstarrt nicht in Ehrfurcht vor der Bundesliga-Konkurrenz. Was wir hier sehen, ist Stretching. Denn gut gestretcht will die Mannschaft in die Rückrunde gehen. Zurzeit allerdings sind die Spieler von Udo Klug mehr gestresst. Und zwar von den harten Trainingseinheiten im Kraft- und Ausdauerbereich, die die Mannschaft schon in der Heimat absolviert hat. Bei Temperaturen von 10 bis 15 Grad plus sollen sich die Homburger für den zweiten Teil der Saison warm schießen. Nur einer hat dabei Probleme. Außer Horst Ehrmantraut und Werner Mörsdorf, die wegen Verletzung die Reise gar nicht mitmachten, fehlt in Antibes auch Ralf Klau, der sich beim 2:0-Sieg in Dijon erneut verletzte und nach Hause fuhr. Ja, wie es geht, das wollten natürlich auch wir wissen. Vor allem diese Frage an die Spieler, die in den letzten Begegnungen der Hinrunde nicht eingesetzt werden konnten. Sie haben das Vorbereitungsprogramm mitgemacht, auch Walter Keltsch. Jetzt im Moment sind wir am Ball und da werde ich jetzt schauen, dass ich da wieder die Spritzigkeit und vor allem die Sicherheit bekomme. Und ich hoffe, dass ich bis zum 21. Februar wieder vollkommen hergestellt bin. Hartwig und die anderen nehmen Maß für die Bundesliga-Rückrunde. Doch gerade Jimmy hat wieder Probleme mit dem Knie. Aber ich fühle mich so wie jeder anderen, genauso fit oder nicht so fit. Aber vorerst spielen lassen, also das ist, glaube ich nicht, dass ich spiele. Also gut, dauert noch ein bisschen, ne? Dauert noch ein bisschen, vielleicht letztes Spiel in der Rückrunde. Alles klar. Typisch Jimmy kann man da nur sagen, wenn es dann nicht zu spät ist. Zunächst einmal soll gezielt trainiert werden. Zur Vorbereitungsplanung Trainer Udo Klug. Ja, wir haben zu Hause den ersten Teil des Trainings absolviert, und zwar in erster Linie das Kraft- und Ausdauertraining. Es war auch den Verhältnissen zu Hause angepasst. Wir konnten ja dort nicht so viel mit dem Ball tun, haben dann einige Tage noch so gut es ging mit dem Ball trainiert und werden vornehmlich hier am Ball arbeiten und Spiele durchführen. Die Spieler selbst jammern noch über Müdigkeit und mangelnde Spritzigkeit nach dem harten Programm. Ach, na ja, das machen Fußballer sowieso nicht gern. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, auch für einen Trainer ist das nicht unbedingt das Optimale. Man will ja mehr vermitteln als nur Ausdauer und Kraft. Aber über diese Periode muss man einfach hinweg. So hat auch der Masseur derzeit noch alle Hände voll zu tun, um die Klugschen Leiden der letzten Wochen wegzuwischen. Jeder Trainer hat seine eigene Trainingsmethode. Der eine macht dann einen Tag mehr, der andere weniger. Aber die Intensität ist auf jeden Fall da. Bei jedem Trainer. Hier in Frankreich ist das optimal? Ja, ist klar. Frankreich allein schon von den Temperaturen her ist schon optimal. Wenn man bedenkt, dass bei uns zurzeit 12 Grad minus sind, ist das schon hier optimal. Mit Baden gehen war selbst in Antibes nichts drin. Dies wollen die Homburger ja auch in der Bundesliga vermeiden. Und dazu will auch der Pole Andrzej Bunzol das Seine tun. Das erste Interview im deutschen Fernsehen, zunächst auf Polnisch, mit Dolmetscher Roman Geschlecht. Und jetzt kam die Zeit, wo wir auch die Arbeit mit dem Ball gemacht haben. Und im Moment fühlt er sich ganz gut. Ich glaube, wenn wir noch ein bisschen zusammen trainiert und spielt Freundschaftsspiele, dann in die Rückrunde kommt besser, wenn die letzte Runde. Große Klasse, Herr Deutsch. Und glauben Sie, dass Sie die Bundesliga halten können? Ja, wenn ich das nicht glaube, dann ist keine Chance zum Spielen. Trainingslager, das bedeutet auch Busreisen von Spiel zu Spiel. Ja, wir brauchen einfach die Spiele, um eine Formation zu finden. Denn, wie Sie ja eben schon andeuten, standen uns nicht alle Spiele zur Verfügung in der Vorrunde. Fast über die ganze Vorrunde, kann man sagen. Und wir sind jetzt in der Phase dazu gezwungen, eine Formation zu finden, was andere ja schon in der Vorbereitung und während der ersten Runde tun konnten. Abfahrt zur Begegnung beim Zweitligisten Nîmes. Jeder hat seine eigene Art, sich die Zeit zu vertreiben. Ich hab den Eindruck. Mein Lieber, schon, er ist gut drauf, ne? Ja.
Mit Gegner oder Gegenspieler beschäftigten sich die Homburger nicht, denn Freundschaftsspiele sind zum Testen da. Da gibt es andere Masterfragen. Welche Eislauffigur wurde nach der Eiskunstläuferin Dennis Bielmann benannt? Ja, gut. Ja, ruhig jetzt. Lippe. Wolfgang, ihr habt ja unheimlich schwere Fragen. Ich habe meine an dich. Kann Homburg überhaupt die erste Liga halten? Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Das muss man mal in anderthalb Monaten weitersehen. Die meisten Spieler haben über Weihnachten etwas für sich selbst getan. Ja, wenn man nichts tut, dann fällt einem das noch doppelt so schwer. Und wir hatten ja ein Trainingsprogramm vom Trainer bekommen, das jeder durchziehen muss. Und die meisten Spieler haben noch etwas mehr getan. Deshalb ist es ganz gut, wenn man in der Weihnachtspause da für sich selbst noch etwas tut. Kurt, wie sind die Karten für die erste Bundesliga? Besser wie die jetzt. Besser wie die. Schafft ihr das? Ja, sicher. Ach, ganz souverän. Ja? Ja. Masters-Frage. Master. Wie heißt Indiens längster Fluss? Oh. Hey. Mit der ja. Pistole geschossen muss man kommen. Richtig. Richtig. Na, also. Die Masterfrage, ob die Homburger den Klassenerhalt schaffen, konnte in Südfrankreich keiner beantworten. Aus der Aufstellung beim Spiel in Nîmes, Schlüsse auf die Wunschformation von Udo Klug für die Bundesliga zu ziehen, wäre falsch. Von Beginn an zeigte der Tabellenzweite der zweiten französischen Liga eine gute Leistung und ging mit 1:0 in Führung. Den Ausgleich für die Saarländer bereitete Uwe Freiler vor. Der Pole Andrzej Buncol in klasse Manier. Sein Landsmann Roman Wojcicki machte übrigens heute in Cannes beim 1:1 unentschieden per Strafstoß den Homburger Treffer. Nîmes war spielerisch stärker und vor allem Klaus Scherer verhinderte mit einer guten Leistung die erneute Führung. Zum weiteren Spielprogramm der FCH-Vorsitzende Udo Geitlinger. Wir hoffen, morgen auch klar zu machen für am Montagabend gegen Eintracht Frankfurt. Am Mittwoch, das Spiel steht ja in Bastia. Und am Montag kommt auch Lens und wir hoffen, mit Lens noch für am Samstag ein Spiel abschließen zu können. In der zweiten Hälfte kontrollierte der FC Homburg besser seinen Gegner und hatte auch einige gute Szenen, wie hier durch Schäfer und gleich anschließend Stickrot. Ansonsten blieben die Sturmspitzen ohne große Wirkung, abgesehen von den restlichen Toren. Zunächst die 2:1 Führung. Vorarbeit Andrzej Buncol, der kleine Pole, abgeschlossen von Wolfgang Schäfer. Sehr viel allerdings bekamen die Zuschauer vom FC Homburg nicht zu sehen. Außer der Schnelligkeit von Thomas Stickroth zum Endstand von 3:1. Den Sieg allerdings kann man zumindest nicht als Prognose für die Bundesliga-Runde werten. Udo Klug. Sie haben einen relativ schweren Start, müssen gleich nach Uerdingen, dann kommt der VfB Stuttgart, dann in Schalke. Ja, das sind drei schwere Spiele für uns und deshalb müssen wir auch versuchen, unsere körperliche Verfassung so optimal wie nur möglich zu gestalten, dass wir zumindest über den Weg die Chance haben, gegen solche Mannschaften nach Punkte zu machen. So, wir haben